Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Heute ist Samstag, der 2. Mai. Es ist 12.18 Uhr und ich habe mal richtig auf die Kacke gehauen, habe ausgeschlafen bis um 10.30 Uhr, glaube ich. War auch relativ spät im Bett. Ich glaube, es war 3 oder 4 sogar schon. Ich glaube, es war eher 4. Und ja, gegen 10:30 war ich dann wieder wach und jetzt war ich im Bad und habe schön gebadet und mit dem iPad rumgespielt, habe wieder angefangen, meine ganzen, ja, Spiele dort zu starten, das Simpsons-Spiel und dann dieses Farmville und ein bisschen Hearthstone. Naja, was man halt so macht. Und dann war wieder eine Stunde rum und jetzt werde ich mich erstmal in die Menge stürzen. Viele werden heute wahrscheinlich die Läden leer kaufen, weil ja gestern Feiertag war und man sozusagen fast verhungert ist. Ich werde heute ein bisschen was einkaufen für morgen, denn ich habe morgen einen Filmabend bei mir. Da kommen Freunde vorbei und da will ich irgendwie was kochen. Ich weiß noch nicht was. Das werde ich mir dann überlegen, wenn ich dort bin, beim Kaisers oder Rewe, mal gucken. Und der Rest des Tages gehört dem Müßiggang. Ich werde heute, glaube ich, nichts arbeiten. Ich werde noch mal kurz Mails checken nachher. Die ein, zwei Werbekampagnen, die ich bei Facebook gerade für Kunden am Laufen habe, noch mal sichten. Und dann werde ich den ganzen Tag auf der Couch verbringen und Konsole spielen, Serien gucken, Filme gucken. Und mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja heute mal länger als 6 Stunden zu streamen. Ich wollte ja mal so einen längeren Stream machen. Letztens war ich bei 3,5, glaube ich, oder 4. Und wenn ich dann irgendwann gegen 15 Uhr einfach den Stream anmache und dann gegen 21 oder 22 Uhr wieder aus, dann sind das ja 6 Stunden. Muss ich mal gucken. Muss ich meine Schulung bei Peter nehmen von den Fallax. Der macht ja irgendwie früh um 10 die Kamera an und irgendwie nachts um 3 wieder aus. Der macht immer so gefühlte 18-Stunden-Streams oder so. Ja, ich wünsche euch einen schönen Samstag, und ich melde mich morgen wieder am Sonntag. Ansonsten habe ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Es ist grau und grau in Berlin. Der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da, war schön, ne? Und in diesem Sinne werde ich mich jetzt mal nach draußen begeben. Also, bis bald.